So, hallo nach draußen. Hier heute mal ein paar schöne Urlaubsgrüße vom Strand in Griechenland. Und zwar sind wir hier genau auf Chalkidiki. Oh, was ist denn das? Oh nein, was ist denn da los? Was sehen wir denn hier? Ach, gucke mal an. Da sieht man, oh, ein ganz schlimmes Szenario. Oh, was sich hier am Strand abspielt. Ob er noch rechtzeitig helfen kann, wir wissen es nicht. Ja, wie Steve sieht da auch nicht aus. Ja, ihr seht hier, also ganz klar, hier hat wieder der Quitschi Junior ein paar Spielsachen bekommen am Strand in Griechenland. Coole Geschichte, coole Story, guck dir das an. Da siehst du es, ja. Da wird hier schön der Stein abgebaut vorm Wasser. So. Ja, was machen wir heute hier? Ich mache mal ein bisschen vlog-technisches Video. Ich will euch mal zeigen, wo ich mich hier befinde. Und das möchte ich mal so in 4K machen. Ich sehe gerade, der Speicherplatz, der reicht hier gerade noch so aus für ein 5-Minuten-Video. Auch mein Mikrofon. Ich weiß nicht, wie gut man mich heute hier versteht, aber ich werde das jetzt mal versuchen, einfach damit zu machen. Normalerweise kennt ihr mich ja alle nicht. Ich versuche es mal ganz unkompliziert dieses. Hallo. Ich habe meinen Selfie-Stab leider vergessen, weswegen ich heute ja nur ganz schwer so ein bisschen Selfie-mäßig unterwegs sein kann. Aber guck mal, da hinten, da wird geangelt. Schauen wir doch noch mal. Da. Wird da gerade geangelt? Sieht so aus, ne? Ja, ich nehme mir Kopfhörer-Mikrofon auf. Ich möchte erzählen, was ich heute so hier gemacht habe oder was ich jetzt die letzten 3 Tage hier so gemacht habe. Ich befinde mich also in Griechenland im Urlaub. Das Wetter ist ganz toll. Ja, wenn man also hier so guckt, da sieht man also jetzt so ein bisschen, dass die Straße, dass unser Hotel, in dem wir so wohnen, ne? Da, das ist da hinten. Ja, da drüben. Oh, ich bin außer Puste schon. Es ist jetzt gerade 10 Uhr ungefähr morgens. Und ich bin schon, die Hitze ist der Hammer. Also wenn wir mal gucken hier so, da ist die Sonne, siehst natürlich nichts. Es ist schon krass. Ja. Die Wacke, wird es ein bisschen wackeln, die Kamera. Ich könnte ja mal gucken, vielleicht beim nächsten Video. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag eins laden kann. Das wird nicht gehen. Aber fürs nächste Video könnte ich sie ja hier irgendwo positionieren und könnte mich so davor setzen. Ja, wir haben es etwa 10 Uhr. Es sind 32 oder 34 Grad Celsius draußen. Ja, ich habe meinen Sohn und meine Frau an den Pool geschickt, damit ich in Ruhe ein bisschen erzählen kann. Ja, das versuche ich jetzt einfach mal. Wir waren also gestern am Strand, das war ganz interessant. Ich habe da schon mal versucht, ein Video aufzunehmen und das hat leider nicht so gut geklappt, weil da zu viele Menschen um mich rum. Ich will schon so ein bisschen anonym sein gerne und ja, so einfach ging das nicht. Naja, und da habe ich eben so überlegt, da mache ich eben heute noch mal eins. Das ist also der Strand, an dem wir normalerweise sind, wo man also auch baden gehen könnte. Deswegen sind wir aber hauptsächlich am Pool, weil das ist irgendwie nicht schön. Ja, es ist also kein schöner Strand hier. Wir haben hier einen sehr kiesigen Strand, sehr viel Steinchen. Ich glaube auch, die Qualität des Videos ist zwar eigentlich in 4K, aber ich habe noch die Schutzfolie auf der Kamera, glaube ich. Ich kann, warte mal, ich versuche die jetzt mal abzuziehen. Wie ihr seht, ich habe eine Sonnenbrille auf. Warum habe ich Sonnenbrille auf? Weil ich schon wenigstens versuchen will. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Schutzfolie abgezogen. Mein neues Telefon ist das, habe ich bekommen. Ich will also versuchen, wenigstens so ein bisschen unerkannt zu bleiben und dass nicht jeder sofort irgendwie mein Privates alles herausfinden kann, indem er da mein Foto irgendwo eingibt. Naja, was soll ich dazu sagen? Es ist jedenfalls so, es ist mein Ziel. Ne? Und wir waren also gestern Eis essen, es war ganz witzig. Wir haben nach einem Eiscafé gesucht und es war ganz schwer, ein Eiscafé in Likiti unten am Strand zu finden. Dann haben wir aber zwei gesehen, haben uns dafür entschieden, in das erste von beiden reinzugehen. Und ja, wir hatten so ein bisschen erwartet, dass es ist wie das Eis vom Monsieur Italiano aus der Umgebung. Aber ich sag immer, also es war ein bisschen sehr einfacher, das gehalten, das Eis. Es waren wirklich 3 Kugeln Eis in einem Becher, bam, bam, bam. Und ich sag immer, na gut, wer ein Eis von Mr. Italiano aus der Umgebung haben will, der muss eben zu Mr. Italiano in der Umgebung gehen. Ne? Und das haben wir halt hier nicht, deswegen haben wir es hier so weitestgehend versucht, erstmal mit der da unten mit dem Laden. War ganz interessant, eine Frau, ganz alte Frau, hat uns das da gegeben. War nett, die Frau, hat auch gut funktioniert, aber war qualitativ nicht so, wie man es eben sich aus dem Italiener gewünscht hätte. So, jetzt haben wir noch 20 Sekunden Zeit. Das ist so mein erster Eindruck hier. Ich versuche jetzt tatsächlich irgendwie öfter mal so ein Video zu machen, vielleicht auch von verschiedenen Stränden, von verschiedenen Umgebungen. Wenn du Bock drauf hast, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Das Hochladen über das WLAN hier wird lange dauern, aber ich gebe mir Mühe, es zu schaffen. Es blinkt unten schon. Also, danke fürs Zuschauen, mach's gut, hau rein und tschüss!